So, nochmal das Ganze. 8 Minuten gewartet. 8 Minuten hat das Spiel die Erwartungen des Todes hinausgezögert. Und hat mir auch einen. Selten dämlich ins Spawn gegeben. Ich habe jetzt noch mal eine Dings dabei, eine Mosin. Lass mal die Exits gucken. Ich würde vielleicht Courtyard Primorski, Crash Site, Collapse Crane, Klima Street, ich vergesse jedes Mal. Courtyard, Crash Site, Courtyard würde mich reizen. Naja, nee, wir werden den Schlüssel schon noch ein paar Mal finden. Ich will das jetzt hier durchziehen. Auch hier gar nicht ewig looten jetzt. Wie laufen wir denn jetzt? Ne, eigentlich ist das blöd. Ach so, was ich noch sagen wollte. Und das ist jetzt das, was mich zum Umlenken gezwungen hat jetzt hier. Ich habe den Aspect Company Office Key geholt, um dann in der Seite zur Tür rein zu machen, in das Gebäude. Daher laufen wir wieder dieselbe Strecke wie im ersten Raid. Naja gut, und wenn es jetzt, also ich bin natürlich völlig underpowered sozusagen, also ich habe PS-Munition und hier habe ich ein bisschen BP-Munition. Auch hier bloß so ein Holo drauf und eine Mosin, eigentlich ist das total für den Arsch da, aber wir werden es nochmal probieren. Jetzt hoffe ich mal, dass ich dem Bild hier vertrauen kann. Und dass hier keine Mine liegt. Eingeschissen.
Oh, mir geht schon einfach der Arsch auf Grundeis. Kommt, pusht mich. Schade, der Winkel zu diesem MG war nicht so richtig geil. Aber wenigstens habe ich mir die Granate nicht selbst auf den Ball geworfen. Also das ist ja bei mir immer so eine Sache. Aber ehe ich jetzt den Winkel reinkriege, bin ich tot wahrscheinlich. Da kommt ihr Wichser. Mann. Mensch, was ist denn das nur?
sono non qui. Nein. Doch, Alter, geh mir doch mal nicht aufs Schwein. Mann, ich krieg keinen Winkel rein. So, jetzt. Jetzt. Alter, ein Massaker. Ey, dieser blöde Tisch hier geht mir auf den Sack. Liegen sie noch alle wie bestellt und nicht abgeholt. Och Mann, diese blöde Zeit geht mir auf den Sack, Mann. Naja, nützt ja jetzt nichts.
bist du? Alter, ist rebellisch geworden. Mann. Oh, 4 Minuten. Oh, ich habe keine Munition da drin. Muss hier raus. Oh, ich schaff's eh nicht zur Crashzeit. So ein Ärger. Mann, so ein Ärger. 13.000 XP, Alter. Oh, was habe ich hier alles umgelegt? Guards. 5 Guards. Ich glaube, das war's dann auch, oder? Ne, 6 Guards. 1, 2, 3, 4, 5. 6 Guards. Ein User kaufen Scavs. Alter, lecker mir am Arsch, Alter. Aber nützt mir auch nichts, weil ich das Ding nicht hab.
Okay, fast ein geiler Spot sozusagen. Das Dumme ist nur, wir müssen davor. Und wenn wir davor wollen, schießen die Idioten immer gern mit irgendeinem Granatenlauncher. Ich kann mal gucken, ob ich. Oh, hab ich einen Schreck gekriegt. Ob ich die hier vom Dach schießen kann, dass der Launcher Ruhe gibt. Ansonsten idealer Spawn. Und zwar ja im letzten Raid lag es ja nur an der Zeit. Das war ja nur Faktor Zeit. Und ich hab mich verlaufen hier. Hier rein. Ja, geh. Was? Was? Ach hier. Geh auf. Nein. Völlig konfus. Aber ich bin aufgeregt. Sehe ich die Sniper von hier? Wo ist denn jetzt die Drecksbude? Ich habe komplett die Orientierung verloren. Müsste da drüben sein. Was ist denn das? Voll beschäftigt. Die haben Vollbeschäftigung. Ist keiner zu sehen, aber das heißt ja nichts. Wenn ich jetzt da wieder hingehe, ist er auf einmal wieder da. Wir müssen wieder an diese Ecke rankommen. Nur das Ding aus der Garage, Jungs. Diesmal habe ich noch mehr Munition, noch mehr Granaten mit. Und wir haben mehr, viel, viel mehr Zeit. Wir sind direkt rein. Nein.
Wo liegt diese Scheiße? Oh, das Ding kann ja tausend Positionen haben. Ich hab's. Ich habe schon alles einschlagen hören, rechts und links. Courtyard, bitte offen, bitte. Bitte, Tarkov, bitte, 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 bitte. Nee. Es war wieder zu viel verlangt. Damage Towers wäre auch so geil gewesen. Oh, ich fasse es nicht. Oh, holy shit, Alter, wir haben es geschafft. Ohne einen Schuss abzugeben. Ohne einen Schuss abzugeben. Geil.